Hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich ein leckeres und schnelles Spaghetti-Gericht kochen, und zwar Spaghetti alla Matriciana. Viele Zutaten dafür brauche ich nicht. Die Hauptzutaten liegen schon da. Das war einmal Bauchspeck, frische Tomaten, die Spaghettis, Zwiebel, frischen Basilikum, zwei Knoblauchzehen und dann habe ich hier noch geriebenen Grana Padano. Mit dem Speck fange ich an. Da schneide ich zuerst unten die Schwarte weg. Dann habe ich hier einen Knorpel, den schneide ich auch weg. Dann halbiere ich das der Länge nach. Und schneide es in dünnen Scheiben runter. In einer leicht vorgeheizten Pfanne gebe ich wirklich ganz wenig Olivenöl rein. Und gebe den Bauchspeck mit hinzu. Dann nehme ich die Zwiebel. Halbiere sie erst, schneide in ca. 1 cm dicken Streifen runter, dann drehe ich sie um und mache grobe Würfel draus. Die Knoblauchzehen die schneide ich in dünnen Scheiben. Und jetzt gleich alles zusammen zum Speckwürfel dazu. In der Zwischenzeit, wo die Speckwürfel mit dem Zwiebel vor sich hin brutzeln, setze ich Wasser auf für die Spaghetti und bearbeite die Tomaten. Bei den Tomaten das Grüne wegmachen, halbieren, den Strunk rausschneiden. Und dann in grobe Würfel schneiden. Da halbiere ich die zuerst und so rum vierteln, dass wir ungefähr diese Stärke haben. Die Speckwürfel mit den Zwiebeln wirklich bei schwacher Hitze braten, damit sie nicht anbrennen. Ab und zu mal kurz durchschwenken oder umrühren und dann weiter brutzeln lassen. So, das war's dann für die Spaghetti. Das fängt an zu kochen. Dann gebe ich schon mal die Spaghetti rein. Und dabei ist wichtig, in der ersten Minute öfter mal umrühren. Dann bleiben die Nudeln auch nicht kleben. Die Zwiebeln, der Bauchspeck, die haben jetzt Farbe bekommen. Da gebe ich wirklich einen ganz kleinen Schuss Weißwein rein. Und jetzt gleich meine Tomaten dazu. Jetzt kann ich die Temperatur in der Pfanne erhöhen. Und lasse die Tomaten mit dem Speck und Zwiebeln köcheln, bis sie weich werden. Die Tomaten, die würze ich jetzt nicht, weil der Speck ja schon salzig genug ist. Später kommt noch ein bisschen vom Kochwasser vom Spaghetti mit dazu. Und noch den geriebenen Grana Padano, ein bisschen salzig genug. Deswegen mache ich da jetzt keinen Salz rein. Nur etwas Pfeffer von der Pfeffermühle. So, jetzt nehme ich etwas vom Nudelkochwasser weg. Zwei Schöpfe reichen erstmal.
Dann habe ich hier noch einen frischen Basilikum. Dann schneide ich grob zusammen und gebe das damit dazu. So wird jetzt schon richtig lecker, frischen Knoblauch, frischen Basilikum. Echt lecker. Kann man durchschwenken. Ist auch schon fast fertig. Einmal probieren, ob vom Salzgehalt okay ist. Das passt wunderbar. Jetzt kann ich Temperatur runterdrehen. 2-3 Minuten leicht köcheln lassen. So, und wenn die Spaghetti al dente gekocht sind, kann man sie direkt aus dem Wasser rausnehmen. Ein bisschen abtropfen lassen und gleich mit dazu. Durchschwenken und das sieht da richtig klasse aus. Dann nochmal etwas Olivenöl dazugeben. Herdplatte kann man ausschalten und dann kann es schon angerichtet werden. Ja, wie ihr gesehen habt, geht sehr, sehr schnell. Man braucht nicht allzu viele Zutaten dazu. Wirklich nur ein bisschen Bauchspeck, Zwiebeln, frische Tomaten. Und in der Zeit, wo die Spaghetti kochen, ist auch die Soße dazu fertig. Noch ein bisschen vom geriebenen Cana Padano mit dazu. Du kannst auch Pecorino nehmen, wenn dir das lieber ist, oder einen Parmesankäse. Ein bisschen Basilikum fürs Auge. Und dann wär's fertig. Ja, dann hoffe ich, das Video und das Rezept haben dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir ein Like, würde mich freuen. Du kannst auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann wirst du keine weiteren Rezepte mehr von mir verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.